Ah! Tu so Teutes! LOL! Ja, GG, Alter, der Baryonyx wird sterben jetzt, weil ich hier nicht mehr wegkomme. Oh Gott. Alter, ich bin gerade noch weggekommen. Nee, Digga, ich muss hier abhauen, es funktioniert echt nicht so. Alleine ist das unmöglich hier. Die anderen Kreaturen machen es einem einfach unmöglich, irgendwas zu machen. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Ark Genesis. Hier sind wir zurück mit Tiberius für den Tag. Hallo. Ha, Team Tour, die zweite. Wir machen weiter. Und zwar jetzt. Kommen Sie rin. Und dann probieren wir jetzt vielleicht mal eine andere Richtung. Vielleicht hier mal. Ziel ist immer noch ein Mosasaurus, ne? Am besten. Megalodons können wir auch mal nehmen. Ich bleib jetzt mal hinter dir. Ich lass dir mal hier den Vortritt. Ist deiner auch auf Passiv jetzt? Müsste sein. Na, jetzt sollte auf Passiv sein, spätestens. Ich guck selbst mal kurz bei mir noch. Yep. Wir wollen uns natürlich auch an einem Dunkleus Theos irgendwann nochmal probieren. Ich glaube, die können auch Schaden machen. Ich sehe dich jetzt schon nicht mehr vom Namen her, also du bist, glaube ich, viel schneller als ich, kann das sein? Ich habe 250% Bewegungsgeschwindigkeit. Ja gut, ich habe nur 170, ja, kein Wunder, ne? Aber warte, ich nehme mir mal so eine Blase hier. Nö, bei mir... Lol. Wenn du eine Blase hast, kannst du dich gut bewegen. Wenn du zwei Blasen hast, dann steigst du nach oben. Ah, da ist noch einer. Ich habe einen hier. Na, je nachdem, ob... Ich glaube, je nachdem, ob die Blase auf dir oder auf... Lol, das ist ein Peliosaurus ist hier. Der ist auch so groß. So, bist du wieder? Ich bin, hab mich nicht wegbewegt, also... Oh, hier ist ein Plesio. Ganz unten, ne? Mhm. Ja, ja. Level 30. Keine Ahnung, ich töte ihn jetzt mal. Ja, das bist du aber jedenfalls. Okay. Ja, ich, keine Ahnung, der sieht nicht so kämpferisch aus. Aber. Komm dann kurz wieder zu dir. Oh, der ist. Gar nicht so lahm. Ja, wir können es natürlich auch nochmal mit einem Dunkleus Theos probieren. Hier ist noch ein Megalodon, hast du geguckt? Nee. 40. Digga, diese Level sind ja hier gerade auch wieder der letzte Crap. Alter, der macht richtig Damage mit dem. Schön gelähmt. Nice. So. Wo sie sind. Ich bin nach unten getaucht. Noch weiter nach unten. Mhm. Ganz nach unten. Yes, ganz, ganz nach unten. Alter, da geht's aber ganz schön tief. Alter, hier ist auch so ein, hier ist dieser Oktopus. Alter, sieht der, ach Gott, ich hasse ja sowas. Ei, auch ich nur noch Level meiner Sauerstoffs. Ich müsste mal wieder eine Blase finden. Warum hast du den Tauchanzug nicht? Weil der kaputt ist oder so. Zu reparieren dann. So, ich kann sie immer noch nicht sehen. Bin jetzt auch ganz unten. Ich bin jetzt ganz unten an einem Glitch. Nee, gar keinen. Ich hab hier nur diesen Tusotoil. Ach, da ist der Glitch, okay. Komm da hin. Musst du mal immer auf mich warten, weil du bist deutlich schneller. Hm. Ja, ich muss jetzt mal kurz wieder auftauchen wegen. Okay, ich bin jetzt direkt am Glitch. Du bist einfach nach oben geschwommen, oder? Mhm. Ja, ich warte vielleicht erstmal hier. Am Glitch. Verlierst du eigentlich Sauerstoff, wenn du die Blase um dich herum hast? Weiß ich gar nicht. Nicht, dass ich wüsste, aber. Das
müsste ja dann so weiß blinken, dein Sauerstoffbalken. Ja, jetzt tut das ja, aber ich bin ja nicht in der Blase jetzt gerade. Aber ich krieg immer nur den Baryonyx in die Blase rein, gerade nicht mehr mich selber. Nein. Aber ich bin wieder am Glitch. Okay. Sehe dich aber nicht. Oder ist das wieder ein anderer hier? Oh. Wahrscheinlich. Aha. Ja, ich bin jetzt genau da, wo man den. Ich bin jetzt wieder genau da, wo man den einsammeln könnte. Ja, ich auch. Ach, Kacke. Aber wir müssen vielleicht mal ein GPS-Gerät bauen. Von Megalodon. Zwei Megalodons, oh toll. Ah, jetzt habe ich zwei Blasen. Ah, geil, man verliert echt keinen Sauerstoff, wenn man so eine Blase um sich herum hat auf einem Dino. Ist ja mega gut. Na cool, ja. Mit 80er gekillt. GPS brauchen wir. Es ist sogar richtig billig. Lass das einfach bauen. Ha, ziemlich leer hier leider. Bei mir ist gerade nichts. Der Baryonyx ist so schleppend lahm, Alter. Der ist echt so schleppend lahm. Wasser. Wir brauchen echt richtig schön schnelle Wasserfortbewegungsmittel. Ich gehe mal wieder in Richtung Basis zurück, um die. Ja, ich auch. Um die GPS-Geräte zu bauen. Es ist einfach besser, um uns wieder zu finden, weil das ist bei der Größe dieser Karten einfach nicht möglich. Nur mit Auge, das funktioniert nicht. Ja, hier, wo diese vier Riffel sind, die nach oben ragen, ne? Das zerknicken. Ein Dunkleos Theos, Level 180. Level 5. Level 280 wieder. 280? Er hat wieder Benommenheit, hat er aber echt 20.000, ne? Na, ich meine, gut, wir haben ja 6.000 richtig easy in den Reinblock kommen. Ah. Ja, echt so. Warum haben wir eigentlich letztes Mal dann so lange gebraucht? Ach, weil man bei dem ja keinen Schaden macht, ne? Ach, stimmt, der hat ja so noch richtig. Ah, ja. Aber ich muss jetzt erstmal die ganzen Scheißer killen, die hier glauben, mich abzuhalten. Oh, der kriegt meinen Betäubungsschlag. Nehmt das. Oh ja, und das hier. Ja, jetzt hauen die ab, oder was, die Anglerfische? Jetzt verliere ich den wahrscheinlich wieder, wa? Ja, ich habe ihn schon wieder verloren, aber ich finde ihn gleich, glaube ich. Los, probier's nochmal. Ich habe jetzt auch genug Pfeile. Okay, ja, hier sind noch zwei dunkle Theos. Drei, okay. Naja. Level 30. Level 90, da oben ist der Level 280er, alles klar. 200er Megalodon. Level 100, Level 30. So, der hat 280. Dieser Anglerfische! Der schwimmt halt immer mit seinen Kollegen mit, ne? Die Kollegen sind dann halt immer aggro gleich. Der ist 280, der ist nur 90. Der hier ist 280. Ja. Ich muss aber ganz kurz leider wieder mein Atemgerät aufsetzen. Ah, doof, 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 doof. Oh. Ich fast einen Betäubungsschlag gegen den gemacht. Das hätte der, glaube ich, nicht so abgefeiert. Okay, der ist jetzt 280er. Ich knall jetzt einfach. Schön ist jetzt auch mit Dino, es ist einfach so viel geiler, weil du einfach dem folgen kannst ohne Schwierigkeiten. Aber er macht halt nur 5 und 20 Damage bei dem. Es ist so lästig, aber ich kann jetzt halt durch das Fernrohr durchgehen, verfolgen, wie viel der gekriegt hat. Ich habe jetzt ein paar Mal reingeschossen, er hat halt auch leider nur. Oh doch, er hat schon 1000 bekommen. Hä? Ja, ich habe nämlich noch was umgestellt. Ich habe irgendwas umgestellt mal am Server. Jetzt geht's genauso. Jetzt ist genau das, was ich wollte. Nein, ich glaube, ich werde
Der dunkle Theos wird angezogen von dem. Von dem Tornado hier, von dem Hurricane. Ah, er verschwindet. Nice. Da ist sogar noch ein Mosasaurus bei mir jetzt. Geil, wo bist du denn? Level 9. Nein. Ja, wie gesagt, keine Ahnung. Ich wollte eigentlich ja einen GPS bauen, aber ich werde den jetzt erstmal hier halt auch holen, ne? Ich bin halt direkt an der Basis. Ja, ich bin halt 800 Meter entfernt, aber ich kann dir wirklich nicht sagen, in welche Richtung. Ja, alles klar. Zwei Mosasauren hier im Weg, na klar. Mann, jetzt halt mich doch hier nicht von der Arbeit ab. Ey. Level 5, Alter. 260er dunkler ist der aus hier bei mir. Soll ich den nochmal zählen? Kannst du auch mal machen, ja. Alter, der macht 100 Damage. Sieht richtig geil aus, als so eine orangene Leuchte. Der leuchtet orange. Ja, drei Mosasauren. Oder warte, ich hau ab, Alter. Ist mir zu blöd. Muss den Dunkleus Theos jetzt erstmal wiederfinden. 10, scheiße. 50. 270. Ach. War nicht dein Ernst jetzt. Hey. Level 290 Mosasaurus. Oder was? Geil. Und da unten ist der 280er. Scheiß drauf. Ich fang neu an mit dem 290er hier, Alter. Hohohoho! Wieso kann ich die Werte nicht sehen? Ah, jetzt. Hast du die nochmal hochgestellt irgendwie? Alter, wer hat 5... Die waren doch sonst 270. Nö, 300 ist ja maximal Level, ne? So. 290. Leck mich am Arsch. Aber der hat 50.000 Benommenheit, ne? Alter, schön. Egal, ich fang an. Ah nein, Alter, seine anderen Kumpanen verfolgen mich halt. Ah, das ist so belastend einfach. Du bist nicht 290, ne? Geil, du kannst die dunkle Theos auch mit diesem Wirbel stoppen. Echt cool, aber nicht die, Elektrophorus auch. Ja, die Mosasauren aber nicht. Ne, die nicht. Digga, wo ist der denn jetzt? Der Level 5er hat's mir wieder versaut, oder was? Du. Ja. Jetzt seid ihr getrennt. Jetzt komme ich. Man muss den halt alleine haben. Den mal treffen jetzt. Warum geht wieder in so eine Blase? Oh, gut, Blase, danke. Ich muss schnell eine Blase finden. Alter, der ist so schnell. Alter, er macht echt auch. Alter, Mann! Ja, Dunkleus Theos, Alter, verpiss dich doch. Will doch nichts von dir. Warum willst du was von mir? Ich hab das Gefühl, die Armbrust ist einfach extrem ungenau so. Unter Wasser. Scheiße, ich ersticke. Dunkleus Theos, lass mich doch mal in Ruhe. Habt ihr doch nichts getan.
Nein, jetzt kommt hier wieder ein anderer Moser angeschissen oder was? Was ich, dich kill ich doch jetzt. Ja, er hat nicht so viele Leben. So, herkommen! Sicher haust du ab. Klar mache ich hier kein Damage. Ach. Hab da echt keine Zeit. Alter. 290er dunkle Asteras. Alter, geil. Hast du den? Mhm. Cool. Ah, Gott, ich komme halt nicht dazu, den vernünftig zu beschießen, weil ständig irgendjemand anders angeschissen kommt, weißt du? Ach man, ey, mein Armbrust macht gerade mal 14 Damage. Schön. Ah, der hat sich schön festgebackt. Oh shit, ich bin dismounted. Danke. Wollte checken, was der jetzt mittlerweile hat für Benommenheit. 7000 von 55.000. Okay. Na gut. Ja. Schwimmt weg und ich komme nicht hinterher, ne? Also wenn der schwimmt, dann ist der weg, ne? Ja, ist bei mir ähnlich. Beziehungsweise damit der Sauerstoff ausgeht. Schön ist, ich kann auch ein bisschen kassieren von dem. Er macht zwar 200 Damage, aber er ist recht wenig angriffslustig. Also kommt jetzt nicht aktiv ständig auf mich zu, ne? Okay, jetzt ist er ein bisschen aggressiver. Ich glaube, er mag es nicht, dass ich ihn beschieße. Ja, jetzt konnte ich gerade eine gute Combo reinhauen. Ja, piss dich, Anglerfisch. Nicht abhauen. Ich kämpfe ganz kurz gegen Anglerfisch, er ist schon 100 Meter weg. Server laggt gerade. Oder ja. Ist wieder in dieser Nachlade-Bug? Ja, bei mir nicht. Ja, wahrscheinlich. Nein, jetzt schwimmt er weg. Alter, wie mir schon wieder Anglerfische im Arsch sitzen, ne? Arschfische. Anglerfische. Boah, ja, eine Qualle auch noch, geil. Er schwimmt wieder weg. Was das Problem ist bei den Pfeilen im Wasser, sie fliegen halt nicht immer geradeaus. Habe ich den Eindruck. Ja. Und sie fliegen sehr langsam. Ne, er ist halt direkt vor mir und ich schieße nach 5 Sekunden, ist halt nichts passiert, ne? Die können halt nicht so weit schießen wie an Land, die Pfeiler. Ja, mit der Weite ist halt kein Ding, ne? Aber sie sind sehr lahm. Also, du musst halt auch dementsprechend vorzielen und so. Um was treffen zu können. Ach, der andere Moser ist wieder zurückgekehrt, oder was? So, jetzt gibt's hier keine Widerrede.
verpiss dich jetzt hier endgültig mal von den Lebenden. Trophorus, Alter, könnte ich ja echt ausrasten. Ja, die sind in der Blase gefangen. Guck mal, lieber, jetzt wirst du erstmal gekillt, du Low-Level-Scheiße-Arsch. Sterb endlich. Level 17, Alter, verpiss dich. Ah, ich erstick schon wieder. Oh. Jawohl, er ist gefangen. Hat Benommenheit. 13.000 erst. Und sinkt ziemlich schnell tatsächlich. Also man darf echt den Multiplayer nicht... Ah, er steckt schön. Er steckt einfach fest. Jetzt kriegst du die Packung rein hier. So. Viele Pfeile hast du schon verbraucht? Also ich habe jetzt noch 370 da. Ja, dann... knapp bei dir. Oh fuck, bei mir ist meine Armbrust kaputt gegangen. Wie viele Leben hat denn der? Der hat 13.000 Leben hat er noch. Oh, damit hat sich das erledigt, den zu zähmen. Hat er dir doch extra noch eine Armbrust gemacht? Ne, ich habe doch meine andere, ist dann auch schon kaputt. Das Problem, was der jetzt hier gerade hat, ist, dass der halt mehr Schaden kriegt, als er Benommenheit kriegt. Das heißt, der ist schon längst tot, bevor ich den überhaupt wahrscheinlich gezähmt habe. Da steige ich vielleicht... Ich steige mal um auf meine normale Armbrust. Ah, scheiße, jetzt hat er sich, Ne, ich gehe dann schon mal zurück zur Basis. Das hat ja jetzt keinen Zweck. Hm, okay. Oh. Ah, Mann, ey, jetzt schwimm doch nicht weg. Ich treffe ihn noch ganz gut, so. Alter, ich... Oh, hier ist ein Moser. Zwei Moser. Einer ist Level 110. 5. Toll. Drei Moser. 5. Wow. Zweimal Level 5. Schön. Bisschen spürbar hoch. Es geht schon hoch, aber es... Mit Leertaste kommst du schneller nach. Achso, aber meint. Leertaste komme ich was? Torpor, ne? Meins Torpor geht hoch, oder? Ja, richtig. Mit Leertaste komme ich was? Mit Leertaste kannst du schneller nach oben schwimmen. Ja. Als nach oben ich zu gucken. Ich habe ja noch den. Aber ich habe das leider auch bald nicht mehr. Der ist halt jetzt schon fast kaputt. So, ich bin an der Basis. Okay. Ah, du kannst ja schon mal zwei GPS-Geräte probieren zu bauen. Mhm. Ernsthaft, jetzt kommen hier wieder die Anglerfische angeschissen. Oh shit, die machen so viel Damage. Das braucht man Polymer und Elektronik. Hm. So, wie schaltet man den an, den Fabrikator? Mit Benzin.
Haben wir das da? Ah, weiß ich nicht. Ich hab halt noch was, ne, aber... Oh, Benzin haben wir nicht da. Dann brauchen wir noch Metallbarren und Siliziumperlen. Dann war beides noch da. So, jetzt fehlt es mir halt am Benzin. Wie stellt man das her? War das nicht mit Leder und... Leder und... genau, Leder. Und was noch? Steht ja da. Oh. Steht... Nee, das ist ja... Das macht man ja im Ofen. Das steht irgendwie nirgends da. Ja, aber der Ofen hat doch das ein Gramm immer. Ja? Ja. Ach ja, richtig. Leder und Öl. Ja, Öl, richtig. Also das war ausgerechnet Öl. Auf Öl nicht gekommen sind. Ja, finde ich gut. Naja, gut, aber wir haben genau für einen Benzin da. Das heißt, da muss ich mich ranhalten. Ja, das hält ja eine Weile. Aber ansonsten, Öl, hat man das nicht auch von irgendeinem Viech hier im Wasser bekommen? Ja, von den Schnecken kriegst du das. Na, perfekt. Die wimmeln da, ne? Also. Ja, genau. Ja, sicher. Einfach weiter knallen, Freunde. Wir haben noch so viel da. Also es wird uns, ich glaube, es könnte tatsächlich noch zum Problem werden, dass mir meine beiden Armbrüste irgendwann den Geist aufgehen. Ne? Mal wieder. Digga, 50.000 ist aber auch einfach viel zu viel, Alter. 50.000 Torpor-Punkte. Hey, nicht abhauen jetzt. Folge ist zwar schon deutlich überzogen, aber ich kann jetzt ja ungerne stoppen. Diesem Scheiß. Warum verfange ich doch wieder in der Blase? Come on. Alter, wie viel du halt brauchst, um die down zu kriegen, es geht halt bei solchen hohen Leveln exponentiell hoch, ne? Hm. Alter. Wie viel hat er denn jetzt? Gesundheit hat er noch über die Hälfte, Benommenheit hat er jetzt genau die Hälfte ungefähr. Belastend. Das Problem ist, es wird leider nichts. Der wird zu wenig Leben haben. Weil meine normale Armbrust, die ja nur halb so viel Schaden macht, die ist gleich down. Oh, wir haben 5, was man bekommt ja gleich 5 mal Benzin raus, also alles gut. Oh. So, Öl, Leder, perfekt. Dann stelle ich noch mehr Benzin her. Alter, Haltbarkeit 0 von meiner Unterwasserrüstung. Ich kann die noch einmal benutzen oder so. So, schwarze Perlen habe ich jetzt auch wieder bekommen. Schön. Es ist da schon wieder ein anderer Mosasaurus. Stress mich einfach nicht. Ich will nichts von dir. Ich will nur deinen Kumpel mitnehmen. Oh nein, er schwimmt jetzt hier hin, wo so viele Leute sind. Ja, geil.
So, ich sammle noch mal ein paar Siliziumperlen. Mal ein paar mehr. Okay, jetzt habe ich. Ich kann nicht genug für zwei bis jetzt herstellen. Alter, der Moser zieht jetzt viel zu viele Leben bei mir. Alter, ich halte nicht viele Schläge mehr von dem aus, ne? Alter, shit. Wo ist der denn jetzt? Da. Junge, diese Megalodons, ne? Weg mit euch. Meine normale Armbrust ist jetzt auch kaputt, also ich habe nur noch die. Ja, sicher hältst du so viel aus und machst auch noch 80 Damage, klar. Ja, 290er Megalodon, klar. Den kann man zählen. Ja, sicher. Ah, wo ist er denn jetzt mittlerweile? Ah, Digga, er hat gerade mal 30.000. Ja, sicher, er buggt so mega. Ey, das wird wieder... Was ist denn hier mit den ganzen Viechern los? Warum sind es so viele Viecher? Mal? Ich hasse das unter Wasser. Und was sind das für ein Mosasaurus jetzt hier? Wieder eine XXL-Folge hier. Er will 110. Anlässend. Treff doch! Ich habe jetzt gerade mal über die Hälfte. Sicher. Scheiße. Der Moser ist mega aggressiv geworden. Musst du jetzt hier angepimmelt kommen? Immer nur Leute, die nerven. Alter, lasst mich doch. Ja, und er schwimmt halt genau auf Höhe. Ach komm. Yes. Weg. Alter, wenn er nicht mal irgendwelche Leben generiert, dann habe ich bald ein ganz großes anderes Problem. Teutes! LOL! Ja, GG, Alter, der Baryonyx wird sterben jetzt, weil ich hier nicht mehr wegkomme. Oh Gott. Alter, ich bin gerade noch weggekommen. Nee, Digga, ich muss hier abhauen, es funktioniert echt nicht so. Alleine ist das unmöglich hier. Die anderen Kreaturen machen es einem einfach unmöglich, irgendwas zu machen. Dein Reittier bricht gleich zusammen. Ach, mein Reittier bricht gleich zusammen. Danke für die Info. Oh, cool, hier ist so ein Bereich. Das ist meine Rettung vielleicht. Ja. Meine Rettung. Ich kann den hier stehen lassen. Aber ja klar, dass ein Tutoteutis hier angepimmelt kommen muss, ne? Alter, und der sieht ja so ekelhaft aus. Ich kann den später durch den Dino-Tracker auch wiederfinden, den Baryonyx zur Not. Mhm. So, zwei GPS werden hergestellt. Mhm. Problem ist, ich habe halt eigentlich
gar keine Chance, aber vor dem abzuhauen. Ja, ich denke mal, wir müssen doch jetzt diese Harpunen dann verwenden, also. Also nicht Harpunen, sondern diese Darts. Ja, ja, das brauchst du, die Harpunenschleuder. Oh, Kacke. So, sehr schön, ist alles. Jetzt haben wir beide ein GPS-Gerät. Dann machen wir hier nicht fertig. Oh, yeah. Kriegt halt echt zu wenig dazu. Alter, nicht wegschwimmen, du Spaß. Noch zu langsam so. Ja, jetzt fickt mich ein anderer Mosasau, oder was? Ja, ja, dann mache ich auch nichts. Na klar, nee, nimm mal Elektro. Eine Nahkampfwaffe, ne? Oh, alles klar. Okay, nein. Es tut mir leid, Freunde, aber ich bin hier alleine chancenlos ausgeliefert, dem Ozean. Ich hole jetzt den Baryonyx und muss das hier wieder mal abbrechen, weil das nicht so funktioniert. Wir müssen mit den GPS-Geräten zusammen machen, sonst wird das hier nichts. Es sind jetzt hier wieder tausende Dinos hinter mir her und ich komme hier einfach nicht weiter. Ja, das ist immer nervig. Schade. Aber Junge, es kann, ja, wir müssen, die sind effektiver. Wir müssen die Harpunenschleuder bauen. Das geht, das geht hier so und das geht so nicht. Alter, ich war jetzt zwar schon bei 30.000, ne, aber... Ist halt noch belastender. Digga, das hier ist ja mal anders, krass. Dieser Bereich hier, ne? Dieser trockene Bereich. Hier ist einfach ein See in diesem trockenen Bereich drin. Geil. Wir können auch dahin umziehen. Wie weit ist das entfernt vom... 1000... Wow, Alter, hab ich mich erschrocken. Hier sind ja auch Kreaturen drin. What the fuck? Was ist das? Auch ein Mol. Ja, ein Level 260er Mosasaurus hier drinne. Einfach ein 260er Mosasaurus hier drinne. Geil. Und der kommt ja hier nicht raus. Das heißt, der ist ja hier gefangen. Aber das heißt ja, wir kriegen den auch nicht raus. Doch, kriegen wir. Es gibt Kryokapseln. Das ist krass. Du musst hierher kommen irgendwie. Ja, wenn du dir das markierst da auf der Karte, du kannst ja mit P einen Punkt auf der Karte setzen, dann wenn du die Karte offen hast, drückst du P und dann drückt der, machst du halt genau, wo du bist, einen Punkt hin. Ja, aber dann muss ich Breitengrad und Längengrad hinzufügen. Das siehst du doch auf der Karte ungefähr. Ja, also Lat ungefähr 27 und Lon ungefähr 58. Achso, siehst du, 55. Aber du siehst ja meine Punkte aber nicht. 58. Achso, das ist aber im Nordosten. Ja, ja, ungefähr da, ja. Richtig, 1000 Meter ungefähr entfernt von Endspurt der Delfine. Ja, warte, dann lass mich mal zu dir kommen. Ich bringe das GPS mit und dann... Ja. Alter, die ist anders. Krass sieht das hier aus, ey. Alter. Ich werde mir das hier auch merken, ungefähr, auf der Karte kurz markieren. Freunde, wir haben gleich die doppelte Folgens, Dings, aber... So, ich komme jetzt nochmal schnell zu dir. Was ist jetzt breit und was ist Länge? Ist breit Lat oder Lon? Longitude ist länger und Latitude ist breiter. Long ist Länge, das heißt, das ist 58 ungefähr. Breitengrad ungefähr 27. Markierung... Geile Location. Geiler Ort, so.
Ja, ungefähr da. Ist das relativ nah an der Oberfläche, oder? Warte, ich kann kurz nachgucken. Ich kann ja raus. Ah, ich sehe es. Ich sehe das Ding, glaube ich. Ich sehe so eine Metallstruktur. Er ist gestorben. Wenn ich da jetzt reinkomme. Der Mosasaurus ist einfach gestorben. Weil er gemeint hat, mir an die Oberfläche zu folgen und einfach verreckt ist. Alter, hier ist. Lass uns hier bauen, die Basis. Alter, bist du so schnell da? Ja. Ich bin direkt neben deinem Baryonyx. Alter Schwede, ist das geil hier. Lass uns hier echt bauen. Wo ist mein Baryonyx? Alter, das ist ja Mosasaurus, die Nummer. Ja, aber. Ach, schade, ey. Warum ist denn der gestorben jetzt? Ja, weil er an die Oberfläche gegangen ist. Oh, ich seh dich. Ah ja, so. Okay, cool. Ja, so ein Schade, ne? Hätten wir echt easy zähmen können hier. So, Fabio, warte, ich pack dir den GPS und den. Oh nein, ich komme hier wieder nicht an Land. Ne? Man kommt hier nicht an Land. Mann! Ey, das geht mir anders auf den Sack hier. Vergiss es. So, Freunde, wir beenden erstmal diese Folge hier und werden uns jetzt hier mal ein bisschen umgucken in der nächsten Folge. Und dann gucken wir mal, ob das hier vielleicht ein neuer Spot für uns wird. Vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen. Jetzt war es aber wirklich mal nach der doppelten Folgenlänge. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.